Weil wir sind ja beide hier am Kitespot in Wiek angekommen, auch wenn nur einer von uns beiden kitet, ne? Ja, ist auch wieder eine kleine grüne, süße Aufbauwiese. Relativ schmal, man muss hier ein bisschen zirkeln. Ja, ich bin gespannt. Mal sehen, was geht. Im Moment ist das von den Wolken her noch ganz schön. Sieht nicht nach Regen aus, aber es soll Regen kommen. Deswegen mal gucken. Ich werde erstmal 13,5 starten. Könnte nachher zu groß werden. Mal sehen. Gehe mal über die Straße, und zwar bin ich jetzt hier am Kitespot Wiek, einer von den beiden. Ich habe gesehen, weiter hinten ist noch eine weitere Aufbauwiese. Ja, etwas schmal am Strand, man muss also ins Wasser zum Starten gehen, bei der Windrichtung gerade. Ja, hier sind so etwa 17, 18 Knoten Wind. Das war eigentlich eine sehr geile Session für einen 13,5er heute. Ich musste manchmal ein bisschen arbeiten, manchmal hatte ich auch nicht Druck drin, das hat richtig Spaß gemacht. Welle kaum vorhanden. Und sehr lange stetig das Ganze. So, hier einmal die Wiese, von der man starten kann. Und weiter hinten sehe ich eben noch ein paar Kites. Dort wird auch eine weitere Wiese sein. Und hier der Bereich gehört zur Surfschule. Da sollte man als Kiter nicht rein. Aber das ist sonst sehr groß, sehr lange flach. Also hier hat man echt ein mega großes Kite-Revier. Das schockt richtig, hat richtig Spaß gemacht. Geil. Ja, wir werden mal gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen uns Wiek anschauen. Und dann wieder rüber nach Dranske. So, wir beiden sind jetzt hier im Hafen von Brege angekommen. Wir versuchen jetzt gerade so diese Regenzeiten, die zwischendurch immer wieder einkehren, mit Autofahrten zu überbrücken. Und gucken mal, was hier so in Brege am Hafen los ist. Ja, wir beiden sind jetzt hier nochmal schön am Strand. Und zwar die Ostseeseite von Dranske. Ja, Kiten ging in Wiek sehr gut. Kiten geht in Dranske auch ganz gut. Aber das ist beides eben auf dem Bodden. Und ja, hier an der Ostsee ist leider kein Spot hier in Dranske. Ich wäre hier gerne mal kiten gegangen. Besonders weil der Wind jetzt auch gerade noch gut ist und der Regen wieder aufgehört hat. Ja, Nonnewitz soll ein Kitespot sein, laut Kite Drop. Allerdings ist da ein Kommentar unter, dass der also da nicht erlaubt ist. Also ist hier in der Nähe nicht möglich, am Ostseestrand kiten zu gehen. Schade eigentlich. Ja, wir wandern noch ein bisschen hier rum, so spazieren gehen und die Seele baumeln lassen und runterkommen. Das geht hier sehr gut, weil die Orte sind auch alle sehr klein, haben meistens nur so 2-3 Restaurants. Aber das reicht, die sind alle gut. Ja, und werden uns den geholten Fisch, den wir gerade uns besorgt haben, schön Räucherfisch, schön mit Brot reinziehen am Bulli und werden den Abend hier schön ausklingen lassen. Musik.
willkommen in einer weiteren Episode. Wir trinken Inselbier. Nur so zur Probe. Ja, wir haben das Baltic Triple am Start. Hohoho. Das hat mal ganz fantastische 9,5%. Ich glaube, das ist wohl das Stärkste von allen. Ich schenke ein. Und Diana kümmert sich um die technischen Daten. Sattes Sonnengelb mit intensiven, geheimnisvollen Duft, würzige Noten umspielen die fruchtigen Nuancen des Malzbetts. Wie ein gegrillter Pfirsich mit frischen Kräutern. Sehr trocken, weinartig, erinnert auch an Pastis an einem warmen Sommerabend. Wirklich einzigartig. Ja, helle Farbe bestätige ich. Leicht trüb, vom Geruch her leicht sauer. Mehrdeutig. Die Beschreibung klang sehr vielversprechend. Aber jetzt so vom Geschmack her haut mich jetzt auch nicht unbedingt um. Wir hatten ja schon dieses Baltic Double, das war glaube ich ziemlich geil. Das hat doch, ich habe die schon vorgelesen, das sektartigen Charakter so ein bisschen am Ende, ne? Oder weinartigen Charakter. Ist jetzt nicht mega schlecht, aber auch nicht mega lecker. Also zu einer Mahlzeit ist es in ja, Ordnung. Würde ich auch sagen. Aber jetzt so. Zu dem Fisch, den wir gleich haben, könnte man das gut trinken, ja. Denke ich. Aber so, jetzt als einzelnes Bier, finde ich das erstmal ziemlich merkwürdig. So, was haben wir denn jetzt als nächstes Leckeres auf der Speisekarte? Ein Baltic Goose mit Meersalz gebraut. 6,5% des Alkoholes. Ein sehr elegantes Bier von der Ostsee. Fein gewürzt und mit einem Bierbrühef vergoren. Maritim mineralische Noten mit einem Hauch von Birne, Quitte und Ananas kitzeln die Nase. Sehr weich mussierender Trunk mit zartem Säurespiel und trockenem Finish. Genussvoll sektähnlich erfrischend. Passt zu Meeresfrüchten, Blauschimmelkäse und Ente. Ich liebe Blauschimmelkäse. Ich liebe Ente. Ich kann mich da noch an diesen Roquefort erinnern aus Frankreich. Da hatten wir mal 100 Gramm Roquefort gekauft, ein ganz dünnes Stückchen, so in so einem Tortenstil geschnitten. Und ich dachte, ja, probier den mal. Ich glaube, an dem Ding habe ich irgendwie 5-6 Wochen rumgehühnert, weil der so dermaßen kräftig geschmeckt hat. Aber ganz lecker, kann man ja verkochen zur Not. Prösterchen. Wir haben ihn verkocht. Stimmt. Wir haben ihn sogar mit nach Hause genommen. Ich würde jetzt fast Zitrusfrucht sagen, so ein bisschen. Sauer, weinartig, fruchtig, würzig und trocken. Du hattest da so ein komisches Wort vorgelesen, das habe ich nicht verstanden. Was für ein komisches Wort? Zeig mal her. Bier Bruthefe? Ja, irgendwas mit Bruthefe, genau. Ah, ein französischer Ausdruck. Bier Bruthefe. Bier Brut oder Bru, wie es wahrscheinlich ausgesprochen wird. Das ist ja immer dieser saure Wein auch in Frankreich, ne? Okay. Ja. Interessant. Ich schmecke keinen Unterschied zu vorher. Haben sich unsere Geschmacksnerven langsam so geradlinig an dieses Inselbrauereibier gewöhnt? I don't know. Auf jeden Fall ist da jetzt nicht viel Unterschied zu dem vorherigen. Das ist auch so für mich nicht sektartig halt, ne? Weil das so ja Sekt- oder Weinartig am Ende kommt. Hm. Also eher nicht mehr so richtig ein Bier. Also zu einem Stück Käse wäre es sicherlich ja zu verköstigen. Also man sollte vielleicht schon immer so ein bisschen reinlesen, bevor man sich da was bestellt bei denen, in welche Geschmacksrichtung das geht. Ich hatte ja auch so ein paar Favoriten, wo ich gleich gesagt habe, bäm, das passt bei mir. Das waren meistens diese IPA-Sachen. Das ist eben hopfig, malzig schmeckt, richtig Biergeschmack hat. Und wenn man immer schon mal Weingeschmack oder so liest, das sollte man auch beherzigen. Das ist dann auch nicht wirklich ein normales Bier. Ne? Aber wir lassen uns das trotzdem schmecken. Ja, klar. Also die, heute aus, ja, die heutige Auslese war so ein bisschen mittelmäßig für uns beiden. Ja. Ist okay. Aber es können ja auch nicht von 16 oder 17 Sorten, die wir haben. Morgens übrigens Finale, da kommen die letzten drei Sorten. Alle gut schmecken. Das kann es nicht geben, weil dafür gibt es zu viele Geschmäcker. Ja. Ja. Und jetzt fisch den Tisch auf.
den wir ausgetrunken haben, wenn wir den Tisch auffischen. So, jetzt haben wir lecker aufgetischt von unserem Einkauf eben. Schön geräucherter Fisch. Und zwar haben wir hier einmal einen Aal. Schön Butterfisch. Heilbutt. Ah nee, genau. Heilbutt. Der noch einen leckeren Rollmops geräuchert. Und Rotbarsch. Ein Rotarsch. Ja, wir lassen uns das jetzt schön schmecken. Und gehen dann noch nicht ganz ins Bett. Komm, jetzt zack, boom. Dann zack, boom. Sattelhandel. Die Frau sagt zack, boom, dann zack, boom.